wir haben nach dem Sound of Dresden 2012 zusammengesessen mit weiteren Partnern und überlegt, wie wir es auf die nächste Stufe bringen können. Und da haben wir eben einzelne Sachen angeboten, wie zum Beispiel Crowdfunding zu organisieren, Seminare zu veranstalten und das auch zum Beispiel auch in die Groovestation so zu legen. War das nicht unser Vorschlag? Das war auch mit unser Vorschlag. Auch unser Vorschlag. Das Bewertungssystem umzustellen, um halt wirklich dem Namen gerecht zu werden. Es gab drei Kriterien für die Auswahl. Nummer eins war die Darstellung in der Öffentlichkeit. Nummer zwei die Interpretation des jeweiligen Stückes. Und Nummer drei war die Komposition. Die Herausforderung jetzt ist, einmal eine Grundlage zu schaffen für eine dauerhafte Begleitung der Bands und dann auch eine Grundlage dafür zu schaffen, dass vielleicht die vielen Helfer, die es im Umfeld von Sound of Dresden gibt, irgendwann auch ein bisschen noch stärker motiviert werden, weil dann vielleicht doch auch ein finanzielles Potenzial da ist. Im Laufe der letzten anderthalb Jahre habe ich halt mitgekriegt, dass Wettbewerbe durchaus nicht zu unterschätzen sind, um junge Bands publikumserweiternd irgendwie zu vermarkten. Man hat auf jeden Fall Leute, die sonst nicht auf das Konzert kommen würden, weil man einfach ein normales Konzert spielt. Man hat eine andere Reichweite, weil Wettbewerbe auch anders promotet werden. Ich denke, dass Dresden ein sehr starker Musikstandort ist, gerade innerhalb Sachsens, und dass es sehr, sehr viele gute Bands halt einfach gibt, die ihre Chance verdient haben. Die Bands, die beim Voting weiterkommen, alle 12, die kriegen auch Workshops angeboten, so dass auch da kein Nachteil entsteht, weil ja zum Beispiel die Leute, die nicht direkt im Finale sind, trotzdem die Chance kriegen sollen, etwas daran zu verbessern. Unterstützt uns bitte jetzt unter www.dresden-durchstarter.de. Top! Wir als Angehörige der Groovestation freuen uns natürlich sehr, dass das Finale dann letztendlich am 23. März hier in unseren heiligen Hallen stattfindet. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall da. Ihr hoffentlich auch.